das ja wer schon geil aus. Ja, aber das sind doch diese kleinen Schokoladen, oder nicht? Mit ja. verschiedenen Geschmack. Ey, wer ist das und wie häufig wechselt der das Team, habe ja. ich immer gedacht. Ja, ohne Witz, ne? Also der, von dem Typen wird immer geredet. Ihr habt den jetzt augenscheinlich auch kennengelernt. So, und wie verträgt sich das, ne? Also farblich sei der ja mehr so die sexuell frustrierten Frauen. Und trotz alledem... Die Purple Warriors. Die Purple Warriors, ja. Ja, oh, oh, aber, aber hey, ihr müsst nicht reden, ihr habt uns nachgeäfft fast schon. Hab ich auch schon gehört. Ja. Haben ja Purple Warriors Away Trikots hier. Ja. Away. Away? Oder sind es eure Home-Trikots? Home-Mower. Home-Mower-Trikots, ja. Divers. Divers. Sorry, heute sagt man ja divers. Ja. Okay, diverse Trikots, aber hier auch noch einen kleinen Knaller am Platz. Da haben wir es hier. Es wurde eben schon drüber man gesprochen, sagt, dass das innereuropäische, deutsch-ungarische Heimderby hier steht schon auf dem Platz, nämlich die Mercs zusammen mit den Dornburn Daltons. Ach, jetzt weiß ich, das war das Spiel, wo der Österreicherin, jetzt weiß ich auch, was du hier genau. willst. Ja, ja, genau. Da ich war ihr nämlich hier zugesagt, dass sie das eine Spiel noch machen darf. Ja, wem war das zugesagt? Hier. Ach so, hier, das, ja, dann übergebe ich doch direkt mal gerade. Mhm. Also, wir haben, wir haben euch extra Leute hier einfliegen lassen, die sind über die gesperrten Nebenstraßen gekommen. Ich gehe in die Mitte. Mit der Lok ist sie gefahren. Ja, mit der Lok. Mit der Lok ist sie gefahren, weil sie ist nämlich Lok... mit dem Propellerflugzeug. Okay, mit dem Propellerflugzeug hat er gerade gesagt. Ah, Willi! Disco! Willi! Habe ich dich jemals Disco genannt? Willi, wie hat sich das angefühlt? Ah, schön. Gratulation, würde danke, ich sagen. Danke sehr. Danke. Boah, ich bin immer so angespannt, ne, und hinterher fällt dann immer so eine Last von allem, das ist irre. Ich meine, in den 10 Seconds ist dann so fokussiert, dann Attacke, aber hat sich gut angefühlt. Wie miserabel wir auch trainiert haben. Jetzt kann man es ja sagen, ne? Wir waren unfassbar schlecht. Ja. Ernsthaft, wir waren so schlecht. Und jetzt sind zumindest 2 Siege auf dem Programm und wir wollen auch noch 2 weiteren Teams das Leben etwas schwerer machen. Und da muss man schauen, ob noch was geht. Jetzt hier auf dem Turm auch nochmal die Mickey, weil die beiden Teams sehr gut kennt, wegen Österreich und so weiter und so fort. Genau. Dornburn Daltons gegen die Mercs Wiener Neustadt. Genau, Wiener Neustadt ist nicht ganz so weit weg von mir, wie jetzt beim Ton in Dornburn Daltons. Die haben den Malloy wieder mit dabei, ne? Der war am letzten Spieltag war der in der NXL, auf der NXL in Amerika. Ja, aber wir haben auf der anderen Seite den hier unten, den 89, das ist der Florian Mikscher vom PPA. Der ist heute dabei. Also, ich bin gespannt, wo das hingeht. Das Spiel, da bin ich eigentlich gar nicht gespannt. Da kann ich dir sagen, das geht in 3-4 Minuten, ist das 4-0 für die Mercs. Das ist ja? genauso. Das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend. Nein, du hast vollkommen in Ordnung. Ich meine einfach nur, weil die Mercs unsäglich performen auf dem Layout. Die haben auch vorhin die Hurricanes 5-1 zersägt. Also Steiner seine Truppe, das hat auch nicht lange gedauert. Ich meine, da waren irgendwie noch gefühlt 7-3 Minuten Restspielzeit auf der Uhr. 5,5 haben sie nur gebraucht, ne? Ja. Man muss allein schauen, das Thema schon durch, ne? Was die jetzt schon wieder erreicht haben, in welchen Positionen die sind. Beide inneren Dinger da in den 50s, den Gameboy und das Ding auf der Snake-Seite was auch. Was zur Hölle ist der Gameboy? Der Gameboy ist das Viereck da. Der schwarze, die schwarze Box hinten. Bei uns Tequila. Ja, Prost. Gameboy ist gut. Die Regie sagt gerade, Gameboy ist voll geil. Okay, dann wird sich auch die Regie das ausgedacht haben. Die Regie hat das nämlich auch bestimmt, dass das Ding so heißt. Okay, genau. Dann wollen wir nicht also, widersprechen. Genau. Super. Ja, Taul. Da kommt das Taul und das 1-0 für die Mercs. Wen haben wir jetzt auf der linken Seite, wen haben wir auf der rechten Seite, wer spielt? Baltics Göttingen gegen die Luckys. Ballistics, okay. Die Ballistics, die stehen vor einem ganz, ganz schweren Tag, Willi. Die haben nämlich heute Morgen gegen, na lass mich ganz schnell eben die Preds, im ersten Block war das, meine ich. Gegen die Preds verloren, da waren sie eigentlich dran in meinen Augen, die Punkte sind dann irgendwie gegengelaufen. Dann gab es gegen Dornbin Daltons die Niederlage. Ja. Und jetzt wird es viel schwerer, weil man jetzt gegen die Lucky 15s spielt, um dann hinten raus auch noch gegen Breakout Spa ran zu dürfen. Meinst du, dass wir nur noch ein Spiel haben? Nee, ja, noch 2. Ja, okay, mit dem jetzt hier inklusive. Oh, Franzi. Franzi verwöhnt wieder. Du bist ein Engel. Oh, ich wollte gerade sagen, du bist ein Engel. Steiner schuldet mir übrigens noch eine Bratwurst von gestern. An alle, die gestern den Livestream geguckt haben, und an meine Invaders-Jungs, die ja gestern gegen Breakout Spa 2 gewonnen haben, ich habe euch da was auf eure Facebook-Page geschickt. Ihr könnt das ja mal hochladen. Mareike musste abwaschen. Mega geil. Gestern Abend. Ja, ich habe auf die Invaders getippt. Und Mareike nicht. Wer atmet hier so krass ins Mikro rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du bist das, Willi. Ich glaube, du bist das, ja. Oha. Schnappatmen.
Nach so einem anstrengenden Spiel. Franzi, warte mal. Franzi, ich bin dein Vater. Franzi hat mir gerade was Leckeres zu essen nach oben gebracht. Und da wollte ich mal eben sagen: Franzi, wolltest du nicht heute noch kommen und den Namen bekannt geben, wie der Gourmet-Tempel in Zukunft heißt? Du warst schon hier oben? Ja, sie war schon oben. Wie heißt die Bude denn jetzt? Steiner Deiner. Romantisch. Oh. Oh, mit Franzi, mit Oktober und so. Ihr müsst euch vorstellen, dass Mike gerade so einen Zettel in der Hand hält. Mit dem Logo vom Steiner Deiner. Mit dem Logo vom Steiner Deiner. Vielleicht kann die Regie Adam das Bild einblenden von uns, damit du das mal zeigen kannst. Steiner Deiner. Check mal. Bam. Schön gewonnen. Danke. Wunderhübsch. Hübsches Franzi, Dekolleté. Bestes Essen. Ich zeig euch mal. Doch, ich sag Franzi. Also ich komme nachher auch zum kannst Essen. Kannst mir nicht was zum Essen bringen? Ich brauche irgendwie was mit Gewalt und so. Und ich krieg hier die leckeren Fränkischen. Und Pommes nach oben. Und wenn ihr jetzt nicht ganz lieb seid, dann mache ich das Mikro gar nicht weg, wenn ich esse. Ja. Damit wir alle was davon haben. Dann haben alle was davon. Ja. Merckx von rechts und die Dornburn Daltons von der linken Seite. Malloy kommt in Dorito 2 wieder an. Und auch auf der Snake ist die Snake ist geladen von den Merckx. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da drin ist. Die Daltons haben, glaube ich, schon zwei Spieler verloren, aber Loy läuft jetzt ins Dorito 4. Und jetzt schießen sie alle auf die Dorito-Seite. Ja, das ist gut. Ich teile da, glaube ich, langsam deine Meinung, dass das eine klare Nummer wird. Ja, tut mir leid. Ja. Die Daltons haben nur einen verloren. Der Tone ist hier hinten noch in dem Snake Corner. Ja, genau. Also. Aber sie kämpfen. 4-5. Na klar, ich meine, du stehst halt auf dem Spielfeld. Natürlich willst du kämpfen, natürlich willst du den Gegner besiegen. Ist ja auch das Ziel. Sie laden jetzt die Snake nach. Erzähl ein bisschen was zu den einzelnen Spielern. Kennst du da jemanden von? Ist da jemand? Also am meisten bekannt sind eigentlich alle Spieler von den Merckx. Sowohl Dornbild Daltons als auch die Merckx. Alles hervorragende Spieler. Man sieht es ja auch, sie spielen auf der DPL. Wir haben drinnen natürlich den Tone, den kennt jeder. Auf der anderen Seite haben Paintball wir den Urgestein. Genau. Run through. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Kana-Brüder sehr bekannt und den Florian Mikscher mit seinem in Gnas zu Hause. Mit seinem was zu Hause? In Gnas mit seinem Feld zu Hause. Er hat ja auch ein eigenes und sehr schönes Feld. Also hat er bei sich zu Hause optimale Trainingsbedingungen? Ja. Erstmal da, er hat es vor der Tür und er ist auch Austragungsort der PBBL, wo wir uns dann immer einen Abend vorher einquartieren. Okay. Also das sind wirklich Spieler, wo wir aus Österreichs Sicht auch wirklich sagen, da drücken wir die Daumen, dass sie hier auch weiterhin bestehen. Sieht ja auch ganz gut aus. Die Merckx holen den zweiten Punkt gegen die Daltons. Ich selber habe gegen die Merckx noch nie gespielt. Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich mich das manchmal, glaube ich, wenn ich das so sehe, gar nicht mehr trauen würde. Weil sie sind schon, ja, da sind schon ein paar Brecher auf dem Feld, würde ich sagen. Kana Brüder ist natürlich immer so, rennt den voraus, der Name. Aber ich weiß, dass einige aus unserem Team und von anderen Teams schon mit denen gespielt haben. Und da richtig auch Erfahrung drin steckt und das nötige Know-how. Im Training kann man immer Punkte holen gegen so Teams, wenn man jetzt ein bisschen, wenigstens halbwegs. Da gibt es eigentlich immer ein bisschen was zu holen. Und dann geht es am Ende darum, auf dem Spieltag wird die Messe gelesen und da zeigen meist diese Teams eben, wie stark die eigentlich sind und dass sie diesen Quatsch, den die im Training ausprobiert haben, wo du als Gegenüber gar nicht gemerkt hast, warum du jetzt den Punkt gewonnen hast und dich da freust, obwohl die im Endeffekt nur was gemacht haben, was sie eigentlich im Spieltag sowieso nicht anbieten werden. Und dann sieht es ja auf dem Spieltag nachher ganz deutlich aus, ne? Naja, ich weiß gar nicht, wen die Merckx dann als Gegenstück nehmen zum Clashen oder zum Training. Sie sind ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, auch in Deutschland unterwegs. Ich habe sie irgendwann, glaube ich, mal mit den Daltons auf einem Bild gesehen. Mhm. Wer ist denn Vienna United? Vienna United ist, glaube ich, auch noch irgendwo da in der, in der Ecke. Ist ein NXL-Team. Ist ein NXL-Team, Vienna United. Bestehend aus, ich komme nicht drauf, Bummelpartie, bin ich der Meinung, ist da mit drin, die dann auch als Nationalspieler unterwegs sind. Das ist ein schöner Schuss. Wenn das mal nicht noch ein Penalty gibt. Naja, läuft zur Base, da, der Referee. Ja, souveräner Punkt wieder von den Luckys, ne? Wie der erste auch, 2-0.
für die Luckys, die heute, finde ich, auch wieder einen extrem guten Spieltag machen. Liebe Jury, ich habe voll Lust, mal die Tabelle zu sehen. Habt ihr Bock drauf? Das geht ja schnell. Vielen Dank. So. The Luckys. Works am dritten. Guck mal, wir sind Sechster. 17 Punkte. Und vor uns Etja, 19 Punkte. Die Fast and Deadly immer noch mit 4 Punkten. Darkson konnte einen Punkt heute machen, jetzt mit 5 Punkten. Rain of Fire, 7 Punkte, sind jetzt, haben sich ein ganz bisschen absetzen können, zumindest schon mal. Und dann Ballistics mit 9 Punkten davor. Dann geht's mit 11 Punkten für die Daltons, die aber jetzt da gerade noch aufrüsten könnten. Aber dafür müssten sie besser als die Mercs jetzt noch werden und haben noch 7,56. Zeit ist also endlos, um sich da noch mit 6-2 durchzusetzen, wage ich mal zu behaupten. Wenn die Mercs da nicht wären. Weil die machen auch mit und ich bin ziemlich sicher, dass die ganz andere Pläne haben. Für die nächsten Punkte, die haben sich ganz andere Sachen vorgestellt. Wie viele Punkte haben die Mercs? 23, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Ja, die können sich jetzt auf Platz 2 vorschieben. Yep. Aber die Luckys spielen ja, ja auch. Die können ja, die würden ja auch die Punkte kriegen. Hast du recht. Ja, die Hurricanes ein bisschen durchgereicht, ne? Von 2 auf 4. Mhm. Dadurch, dass sie das Spiel eben verloren haben. Okay, gucken wir mal. Kein Center auf der Seite von den Daltons. Und die Second Steps von den Mercs aus der Wiener Neustadt dann. Die Daltons treffen ein jetzt. Werden aber selber auch getroffen. Genau. In dem großen Meier von Snack-Seite. Der nächste will gescheckt werden, ist auch raus. Die Mercs verlieren noch einen auf der Snack-Seite, aber der Maloy ist schon wieder in dem Dorito auf der Daltons-Seite. Aber das Gameboy haben sie auch gleich besetzt. Ne? Also Dorito 1 ist auch noch bei dem Dorn drin. Der rückt jetzt auch vor der bis zur 3, aber haben vom der Maloy hat hier bekommen. Und damit ist aus einer Überzahlsituation eine Putt-Situation geworden. Jetzt hier die Snake 1 oder Snake 2 und der Tone hinten in der Snake Corner. Und dann haben wir da auf der Dorito-Seite den deutschen Spieler in dem kleinen Cake. Tone, der macht das noch. Ja, meinst du? Also Tone ist immer für eine Überraschung gut. Okay. Der Snake-Spieler ist raus. Bei den Daltons ist das jetzt eine 2 gegen 1 Situation, richtig? Naja, die... Ich sehe hier nicht. Ah ne, eine 2 gegen 2 Situation. Ja, wir haben unten in der Snack in der 50 einen drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das weiß, der Merc-Spieler. Doch, auf jeden Fall. Das 2-Spieler, dass er 2 Spieler hat? Snack 50 und hinten den Tone auf dem Schirm? Ja, in jedem Fall. Ah, jetzt wird es interessant, jetzt treffen sie sich gleich beide. Das ist jetzt die Frage, wer zuerst... Boah! Ja, und dann hat der Tone geregelt. Genau. Du hast recht gehabt. Mann, ja. Du altes Orakel. Mhm. Bleibt mir fast der Bombe im Hals stecken. So, und jetzt mal so ein bisschen der Marvin, der hat gestern immer so viele Ich Bins gesagt. Na, ich bin das Orakel. Haben wir jetzt eine One? Marvin, der hat da gestern so schön vorgelegt. Na, da ich geht bin der ein Buzzer. Fähnchen im Wind. Ja, der Tone, der Tone. Er ist ein Urgestein, das muss man ihm lassen. Schockt. Er ist seinem Namen weit voraus. Der schockt. Ich frage mich zwar jedes Jahr wieder, wie der Zopf immer noch halten konnte. Und bin manchmal, frage ich mich, ob der sich so durchgelunzte Zöpfe einfach immer wieder dran, weißt du, beim Friseur neu dran machen lässt. Vielleicht macht es auch seine Frau. Wie heißt das? Extensions. Extensions. Also Filz-Extensions einfach. Oha. Könnte sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Sollten wir nachher mal zu befragen. Ja, eindeutig. Ich werde euch die Informationen zukommen lassen. Danke. Ja, es ist, vielleicht macht es auch seine Frau, die immer die Extensions rein, wer weiß. Ich kenne mich da mit den Dreadlocks nicht wirklich aus. Also, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen auf dem Markt. Ich warte eigentlich darauf, dass er mal irgendwie eine andere Haarfarbe reinnimmt oder so. Weil wir haben bei uns einen Spieler, der hat sich immer den Bart gefärbt in verschiedenen Farben. Ob nun knallblau, grün, rot. Warum? Einfach weil er Bock gehabt hat. Ja, ja. Es war aber dann, du hast es dann unter der Maske gesehen, wenn es rausgeschaut hat. Ach so, richtig viel Bart, ja. Ja, ja. Mhm.
Und war auch immer ganz lustig. Willi, der Klemmi, der schreibt hier gerade, dass du was zu essen brauchst. Du hättest bald deine Figur. Was Willi will Klemmi? Unsichtbar Klemmi 84 werden. Gibt dir Willi was zu essen. Hat. Willi will unsichtbar werden. Klemmi, wenn ich mich umdrehe, also wenn ich mich zur Seite stelle, dann siehst du mich sowieso nicht mehr. Nein. Ja, Zwiebelkönig. Nicht mehr zu treffen. Ja, danke, ich esse gerade ein paar Pommes. Ja, ich sehe gerade Zwiebelkönig, das ist garantiert mein Wingman. Der Fixie. Dein Wingman? Ja, Wingman. Das ist mein Wingman. Ich bin ja Center-Spieler und er ist mein Wingman. Ihr fliegt also durch die Lüfte? Er mehr als ich. Okay. Aber er schreibt immer so. So, Ballistics Göttingen, Lucky 15 Staffordshire. Ganz bitterer Tag heute für die Ballistics, allerdings auch gegen sehr starke Gegner, das möchte ich nochmal betonen. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, die Luckys haben natürlich auch nochmal einen echten Sprung gemacht von der ersten auf den zweiten Spieltag. Und bestätigen heute. Und genau, bestätigen das heute. Und zeigen, wir geben nicht auf und wir halten unsere Leistung. Oh, Penalty! Der zweite und der dritte. 3-for-1 gegen die Luckys wegen Wischen. Ja. Da hat der junge Engländer auf den Doritos einfach mal einen Treffer versucht wegzumachen. Oder hat ihn weggemacht. Aber nicht so, dass der Ref es nicht sehen konnte. Punkt für die Ballistics. Ja, das ist halt immer das Thema, ne? Wischen oder nicht wischen. Oh, furchtbar. Nein, nicht tun. Das ist doch kein Thema. Nein, gewischt wird nicht auf dem Feld. Solange es keiner sieht. Und genau. Wer das macht und dabei nicht erwischt wird, der hat ja gar nicht gewischt. Genau. Also ist ja Wischen immer scheiße. Ja, natürlich. Oder? Ja. Ja, wenn es funktioniert. Ich sehe das bei einer Regel, Dead Man's Walk. Oh, furchtbar. Den finde ich gut. Den finde ich gut. Ja, genau. Nein. Da hast du gleich hier den passenden Gegenüber sitzen. Mhm. Das ist ja so hassenswert. Das kann ich ja hassen wie die Pest. Das ist ja für mich ungefähr das Unsportlichste. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt anbieten kann. Und es gibt ja auch durchaus noch ein, zwei mehr Leute, die das sehen wie Mickey, die das cool finden. Ich kann das nicht. Aber ganz ehrlich, ob nun Wischen oder ein Deadman Walk. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, Deadman's Walk, wenn jetzt ein Team kommt. Also, machen wir es mal andersrum. Einer aus meinem Team oder aus Willis. Willi spielt ja mit, ich coach die, aber Willi steht mit auf dem Feld. Jetzt geht Team Spieler XY geht hin und versucht einen Deadman's Walk und kommt damit durch. Was passiert also die ganze Saison, wenn die Spieler rausgehen und die Hand nicht richtig auf dem Kopf haben? Du wirst das ganze Jahr dafür gestraft. Wenn ich das wüsste, stell dir mal vor, du weißt aus Team so und so, ah, der hat schon zweimal Deadman's Walk. Die werden doch alle kaputt geschossen und müssen alle die Strafe zahlen für einen Move, der so gut wie nie klappt. Und womit? Und dazu noch erbärmlich mit Recht. Ist. Das mag sein, ja. Mag erbärmlich sein, aber auf der anderen Seite, bei uns gilt die Regelung Hand auf den Kopf. Und wenn ich am Feld einen sehe, der irgendwo langläuft und der hat die Hand nicht am Kopf, dann ist mein Markierer drauf auf dem. Shit happens. Und da habe ich mich auch lange mit unserem Lupo, unserem Headref unterhalten, der sieht es genauso. Wenn die Regel sagt, Hand am Kopf, und wenn der keine Hand am Kopf hat, dann darf er sich hinterher nicht beschweren, dass er beim Rausgehen dann nochmal einen Treffer kassiert. Dieses Weiterschießen ist ja auch normal, aber man hat ja auch andere... Und dann ist der Deadman Walk eigentlich schon wieder passé, weil ich schieße ihn raus. Aber es passiert doch immer wieder. Klappbau. Naja, ist auch egal. Leidiges Thema. Jeder für sich soll das entscheiden. Das ist, glaube ich, es ist ja ein klarer Regelverstoß, aber halt ein möglicher Trick. Und es gibt halt immer wieder Leute, die meinen, was sagt ihr denn hier? Haut doch mal raus, Twitch. Ist das cool oder uncool? Der Deadman's Walk. Wer das nicht kennt, das bedeutet, du wirst... Als Spieler siehst du dich in einer ausweglosen Situation, hängst irgendwo hinten auf der Backline in einem Bunker und tust dann so, als wärst du getroffen, nimmst die Hand aber nicht richtig auf den Kopf, sondern zeigst nur einmal so in die Luft, was ja im Endeffekt gar nichts heißt. Die anderen Spieler gehen davon aus, du bist getroffen, legen also nicht weiter auf dich an, schießen nicht und der Spieler läuft dann außen, aber noch im Spielfeld halt, läuft er am Feld entlang und wenn er dann ganz vorne ist und keiner mit ihm rechnet, nimmt er auf einmal die... Kanone hoch und schießt alle vom Gegner ab. Das ist so der klassische Deadman's Walk. Also, zwei Leute hier auf dem Turm sind definitiv dagegen. Ich wollte gerade dafür sein. Einer dafür. Einer dafür. Und jetzt seht ihr euch aus. Nein, ja. Dafür, du hast ja gesagt, dass du es cool findest. Das stimmt. Wenn es funktioniert. Du brauchst ja auch nicht zurückrudern. Das ist ja okay. Das ist ja ein Standpunkt, den man haben kann. Ist ja nichts Schlimmes. Dafür bin ich ein absoluter Gegner vom Wischen. Ich auch.
Also echt, ich nicht. Klar, wenn es funktioniert, okay, ist auf beiden, egal ob Deathman Walk oder Vision, wenn es funktioniert, dann läuft. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann hat man halt das Risiko getan. So, die Luckys direkt in die Snake. Der Spieler wird gecheckt, der Referee krabbelt hinterher. Ja. Übertriebenes Penalty für die Ballistics da. Eine Seite leer gefegt. Das ist die Snake-Seite, die da jetzt leer ist. Mhm. Ja. Die Luckys oh, mutig. Kein verloren. Ja. Holt zwar, der Ballistics-Spieler holt zwar einen auf den Doritos auch, aber wird dann auch selber abgeschossen. Ja, ich glaube, das war's. 3-1. Lucky 15 mit dem nächsten Punkt. 3-1 hier. 6 Minuten 50 auf der Uhr. Was sagst du zu der Ref-Leistung heute, Mike? Ich stelle die Ref-Leistung hier sowieso nie in Frage. Ich fand, beim letzten Mal waren ein paar schwierige Entscheidungen dabei. Und das fand ich, war schon eine absolute Ausnahme. So, aber ich fand da tatsächlich, da auch waren ein paar schwierige Sachen dabei. Heute, da waren ein paar Kleinigkeiten, wo ich es vielleicht anders gesehen hätte, aber im Großen und Ganzen finde ich es wirklich gut. Ich muss auch ganz ehrlich, ich war ja gestern hier auch schon und habe hier moderiert. Ich fand es gestern auch sehr gut. Klar, kann man immer, hat immer ein paar Fehlentscheidungen drin, aber heute finde ich es auch gut. Also auch sehr gut bis jetzt. Läuft. Klar, kann ich natürlich jetzt auch guten Gewissens sagen, weil wir 2x4:0 gewonnen haben, aber wir haben vorhin auch eine Situation gehabt, wo ich auch nicht genau wusste, was da jetzt los gewesen ist. Hab mir von dir kurz die Binde geschnappt, das Redestäbchen sozusagen. Bin dann zum Headref gelaufen und der hat mir das wirklich in aller Ruhe erklärt. Das war dann auch eben das Delay in dem Spiel gegen FND. Warum es dann beim Stand von 2-0, glaube ich, erstmal nicht weitergegangen ist und der Headref seine Jungs dann zu Rande geholt hat. Ich finde es gut, dass die DPL so enorm schnell reagiert hat. Also es gab ja so eine, ja, im Netz kam ja so ein bisschen Unmut auf über die Ref-Leistung am letzten Spieltag und die DPL hat da relativ schnell reagiert, hat da wohl irgendwie in so einer App 50, 60 Referees, die in dieser Leistungsklasse Regio bis erste Bundesliga reffen können und verteilt im Endeffekt jetzt an die Referees genauso Termine, wie sie das eben auch bei uns mit den Spieltagen, also für die, uns Spieler oder uns Teams mit den Spieltagen machen. Das finde ich super, jeder weiß, wann er dran ist. Wir hatten vorhin im Team-Captains-Meeting gesagt, dass wir eine Binde bekommen, mit der wir dann zum Headref gehen können. Und so wie wir mit dem Headref reden, redet er dann eben auch mit uns. Das ist auch eine ganz klare Ansage. Und derjenige, der die Binde hat, darf eben auch diskutieren. Und das finde ich in Ordnung. Und da wird sich auch wirklich Zeit genommen. Es wird sich sehr bemüht. Ich bin sehr, sehr positiv, was die DPL da jetzt in der letzten Zeit alles gemanagt hat, um den Spielern das Spielen ein bisschen leichter zu machen. Jetzt habe ich auch genug gelabert. Ne? 10-0 auf hohem Niveau. Ist geil. Ja. Fertig. Ist so. Unsere Seite ladet sich leider nicht neu. Ja. Das kommt schon wieder. Es steht 3-1 für die Mercs. Diesen Punkt hier. Hä, das ist ja eine falsche Anzeige. Wir sehen ja die Mercs gegen Dornden. Genau. Der Ton ist drüben in der. Richtig. Im Game Boy. Und hier vorne dann. Dip. Der Ton. Liebe Regie, unsere Seite lädt hier nicht so richtig. Die Kommentare nicht. Soll ich mal wieder F5 drücken? Ich versuche mal mein Glück. Refresh. Und wenn das Refresh nicht läuft, machen Retri, so wie bei Mario Kart. Kennt man ja, Retri. Guck mal, voll geil, da dreht sich jetzt irgend so ein Ding auf dem. Oh. Hooray, sagt die App. The chat is waiting for new messages. Also, so. Schreibt. Und da haben die Dornbin dann schon mal Benner Clemens einen Punkt den gemacht. Nächsten Punkt geholt. Ja, kurz bevor auch der Meloy anschlagen konnte, ne, auf der anderen Seite. Wer ist die junge Dame, wird da gefragt. Also der Livestream-Kommentar ist ja relativ scheiße. Oh, das ist aber nett. Total nett. Von die Rewe 91448 Emskirchen. Ah. Das ist nett. Also da die Frage geht dann an mich, wer die junge Dame ist. Jung bin ich nicht mehr, nicht mehr ganz so. Aber ich bin die Miki vom Team Taipan aus Wien. Spiele auch schon ein paar Jährchen.
Bin aber eher ein Dreimann-Spieler. Ich spiele gerne fünf Mann Back und Front, aber am liebsten im Center im Dreimann. Dreimann. Warum auch immer. Dreimann ist ja bei uns die unterste Liga, die Bezirksliga, die Einsteigerliga im Endeffekt. Genau. Und da ich halt viele Teams kenne und auch einzelne Spieler unter meinem Freundeskreis befinden, bin ich halt auch viel unterwegs in Deutschland, um meine Freunde zu unterstützen, mal zu supporten. Und sehr cool. Letztendlich bin ich hier gelandet. Und die meisten kennen mich einfach, weil ich alles in Pink habe auf dem Feld. Ja. Also ich habe mir gedacht, wenn dann richtig, und es hat mit der Pink Lady angefangen, die ich eisern spiele, bis hin zu meinen Schuhen, Haarfarbe, Maske. Kannst mir sogar aussuchen, ob ich schwarz-pink oder weiß-pink spiele. Oha. Ja. Beängstigend. Aber ein bisschen. Es ist mein Markenzeichen, damit kennen mich viele, und es hat sich einfach so eingebürgert. Muss man sich auch erhalten, so Markenzeichen, ne? Die Rewe 91448 Emskirchen. Was ist? Du bist immer zu nah am Mikro, du machst immer den hier für alle. Den hier machst du die ganze Zeit. Also Leuchtturm, pinke Haare, Dankeschön. Hat sich auf jeden Fall gerade entschuldigt, hat geschrieben, sorry, war ein Joke mit dem scheiß Livestream-Kommentar. Ja, läuft. Jetzt ist er schon raus. Auf meiner Weihnachtsgeschenkliste mindestens um 150 Plätze downgegradet. Ja. Und da will jemand deine Brille haben. Ja, ich bin froh, dass ich selber. Ich finde eigentlich die Verspiegelte noch ein bisschen geiler. Die hat aber leider arg gelitten. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Ersatzbrille. Und wisst ihr, wo meine Brille gerade ist? Bei Optik Heinrichsmeier. Der Heini persönlich hat die hier gestern in Empfang genommen. Und der wird sich ihrer annehmen und mir irgendwas Tolles zaubern, was ich euch dann hoffentlich, je nachdem wie viel Zeit Heini im Moment hat, an Spieltag 5 dann, am Final-Livestream-Tag, hoffe ich, dass ich sie euch dann zeigen kann. So, von der rechten Seite wieder die Mercs, von der linken Dornburn Deutens. Oh, da hat er gepennt, der Meloy ist da. Nee, Meloy ist noch im Spiel. Wer ist denn das, der da vom Feld geht? Steht Kana, glaube ich, drauf hinten auf seinem Jersey. Okay. Eine Minute Zeit noch, beziehungsweise 50 Sekunden Zeit noch. 2-3 liegen die Deutens hinten. Und die gehen arbeiten. Snake geladen jetzt. Die Snake aber nach. Aber er ist gebounced worden. Mindestens gebounced. Muss ich checken lassen, weil die jetzt ab. Die crossen es einfach runter, da die Mercs, ne? Genau, Snake 1 crosst auf die Dorito-Seite und das Dorito 2 crosst hier rüber auf die Snake-Seite. Aktuell kein Durchkommen für die Deutens, die jetzt nur noch 40 Sekunden Zeit haben, nach vorne zu kommen. Wenn er den Snake-Spieler schießen könnte oder den Dorito-Spieler, dann wäre es nochmal offen, ne? Wir müssen irgendwie da einen aus der Mitte raus haben, damit sie arbeiten gehen können. Ja, aber die Mercs arbeiten sich jetzt auch schon vor bis zur nächsten, das heißt, sie rücken immer näher. Spannend, 20 Sekunden noch. Ja, aber irgendwie, es muss jetzt was passieren. Die Dortons müssen zusehen. 15 Sekunden noch. Da geht er. Ja, aber er lässt sich zu viel Zeit. Das wird jetzt mit 10 Sekunden echt eng. Der Punkt geht ohne klaren Sieger zu Ende, weil die Game Time abgelaufen ist. Und da muss ich ja mich fast schon entschuldigen bei den Daltons, die sich hier ein tapferes 2-3 auf die Fahne schreiben dürfen. Und auch im letzten Punkt jetzt durchaus noch Chancen hatten zu gewinnen, möchte ich mal sagen. Ich fand's gut. Ein tolles Spiel, was die hier gezeigt haben. Ja, der Patrick hat auch geschrieben, liebe Grüße von den Gorillas. Patrick ist zum Beispiel auch von den Gorillas Berlin und sehr enger Freund von uns, vom Team. Also. Läuft. Gruß zurück. Liebe Grüße zurück. Aber ich werde nicht mehr lange bleiben, weil der Weg zurück mit 8 Stunden liegt noch vor mir. Das heißt, ich mache den Block heute noch, aber man hat mir gesagt, ich darf gerne wiederkommen. Mal sehen. So, macht ihr euch gleich auf den Heimweg? Ja, ich alleine. Bist du alleine mit dem Auto hier oder was? Ja, Tempomat und geht schon. Ach du Scheiße. Die Luckys machen genau das, was sie die letzten Punkte auch schon gemacht haben. Angreifen. Und zwar hart. Und jetzt gibt es auch wieder hart in die Fresse von den Ballistics. Ich habe die Übersicht verloren. Ich glaube, es sind noch 3 Spieler auf Seiten der Ballistics im Spiel. Die Dorito-Seite sieht sehr relativ blank aus. Also du hast, genau, der Center rückt jetzt rüber. Du hast im Maya und im Snake 1 oder wie ihr dazu sagt, Snake Corner. Einen davor, Snake 1 bei euch. Ah, die Luckys, die sind so agil und wie schnell die dann die Seite wieder aufziehen da. Also es ist einfach nur irre, ne?
toll, was die anbieten. Ne? Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga. Well done, Luckies. It's your point. So schaut's aus. Keine Chance. Nee. Einmal. Ballistics haben heute echt ein schweres Programm, oder? Und dann morgens ging nichts und jetzt ist es auch wirklich schwierig. Wenn du jetzt die letzten beiden schwer hast und die ersten beiden da. Also, wenn wir jetzt, guck mal, wenn wir das gleiche Programm gehabt hätten wie die Ballistics, hätten wir gesagt, lass uns gucken, dass wir morgens irgendwie was aufs Brett kriegen und damit wird es halt schwer dann, ne? Ja, das ist wohl so, ja. In der Tat. Dann wird es auch nicht leichter, wenn das morgens nicht klappt. Ja, Zwiebelkönig, 8 Stunden, ja. Dennis Kaffenberger, ich lese da gerade. Schade, dass man keine Antwort darauf bekommt. Was wollte der denn wissen? Ich habe auch schon gesucht, aber ich habe es. Dennis, kannst du nochmal die Frage posten, dann würde ich mir Mühe geben. MJ okay. Schreibt Grüße von den Invaders. Grüße natürlich zurück an euch. Disco, ich liebe dich. Leuchtturm 1337. Was ist da los? Wer nicht?